Guten Morgen. Ja, die Steffi hat natürlich völlig recht. Es war absolut faszinierend und das ist für mich tatsächlich eins der größten Dinge, die ich in letzter Zeit erlebe, wenn man diese Geschichten, die in der Bibel stehen, tatsächlich zumindest mal vor Ort miterleben darf. Ja? Also sich vor Ort in diese Position begeben darf, wo man sagen kann, das, was ich in der Bibel lese, das war tatsächlich zu dieser Zeit damals dort an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ich es besser ausdrücken kann, aber für mich ist es tatsächlich eine Faszination zu reisen und vor allem in diese Gebiete zu reisen, die in der Bibel auch erwähnt sind. Wir wären ja dieses Jahr eigentlich fast nach Rügen gefahren mit der Family. Jetzt ist meine Frau nicht da, das darf ich sagen, zum Glück nicht. Weil, also ja, ganz ehrlich, in Rügen, dazu steht nichts in der Bibel. Ja? Da gibt es nichts, dass Paulus oder Jesus in Rügen war. Aber so kam es halt jetzt doch zum Umstand, dass wir in den Süden wieder gefahren sind und dort tatsächlich den Luxus hatten, eigentlich ein Stück weit auf Paulus Spuren wieder unterwegs sein zu dürfen, was wirklich wie die Faust aufs Auge passt für dieses Thema. Das Thema war vorher schon entschieden, bevor wir diese Reise gemacht haben, aber umso besser, dass wir tatsächlich auch dort die Möglichkeit hatten, in diese Gebiete zu fahren, die auch in der Bibel beschrieben stehen. Und wenn ihr mal Zeit und Bock habt, dann kann ich euch echt empfehlen, und wir werden heute einige Auszüge daraus auch lesen, die Apostelgeschichte mal wieder neu euch vorzunehmen oder erstes Mal vielleicht auch vorzunehmen. Die Apostelgeschichte in einer modernen Übersetzung, die liest sich eigentlich wie ein Reisebericht. Ja? Das ist tatsächlich von Lukas verfasst und Lukas beschreibt es, wie wenn es ein Reisetagebuch fast schon wäre. Kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzulesen und diese Geschichten, die doch auch etwas ausführlicher manchmal beschrieben sind, einfach mal auf sich wirken zu lassen. Für mich hat das eine wahnsinnige Faszination. So, jetzt zum Thema Paulus heute Morgen, genau. Und ich möchte euch mit reinnehmen in die Geschichte von Paulus und ich möchte natürlich aber auch mit euch darüber nachdenken, was lässt sich daraus für dein und für unser Leben heute ableiten? Wir haben diese Reihe überschrieben oder für uns so als Untertitel mit dem Satz: Begegnet Gott Menschen, dann bleibt nichts, wie es war. Und ich habe es ergänzt für mich mit grundlegende Einschnitte oder auch radikale Lebensveränderungen können die Folge sein. Und ich kann das nur bestätigen, wenn ihr euch die Bibel mal vornehmt, denkt mal mit mir drüber nach. In der Bibel, die Bibel ist eigentlich eine Sammlung, überwiegend eine Sammlung von Geschichten, wo Menschen Gott begegnet. Ja, das fängt vorne an mit Adam und Eva, das geht weiter über Mose, das geht über Abraham, über David, über zig Personen dazwischen, die mit Gott eine Begegnung hatten. Bis hin Neues Testament dann, wo Jesus kam. Auch Jesus, diese Geschichten sind voll in den Evangelien von Begegnungen, wo Jesus Menschen begegnet. Und auch danach, nehmt ihr die Apostelgeschichte, nehmt ihr die Briefe von Paulus oder auch von anderen Aposteln, was da drin steckt, sind letztendlich Erlebnisse von Menschen mit Gott. Und auch heute Morgen, ich hatte vorhin so diesen Eindruck, als wir hier in der Musik unterwegs waren, ich weiß nicht, ob ihr diese Texte alle verstanden habt, ob ihr das verfolgt, auch das ist alles ein Ausdruck dessen, dass wir einem lebendigen Gott mit einem lebendigen Gott in Beziehung stehen dürfen. Und aus dieser lebendigen Beziehung, aus dieser Begegnung mit diesem Gott resultiert auch hier die ganze Arbeit. Ja, das ist ja nicht irgendwas, wo wir sagen, wir haben sonst nichts Sonntagmorgens, nichts anderes zu tun, sondern das resultiert genau daraus, dass wir, die wir mitarbeiten, irgendwann mal oder vielleicht auch permanent eine Begegnung mit Gott hatten. Und aus dieser Begegnung heraus, aus diesem positiven, lebensveränderten Begegnung mit Gott heraus, ist diese Arbeit hier mit entstanden. Schauen wir uns Paulus an. Paulus hat für mich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir hier heute überhaupt den christlichen Glauben in Europa kennen, leben und überhaupt darüber was wissen. Er war sozusagen der Wegbereiter dessen, dass das Evangelium, also diese frohe Botschaft, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus auferstanden ist, für jeden persönlich, damit wir frei sein können von Sünden, von Schuld, damit wir das ewige Leben haben. Diese frohe Botschaft hat maßgeblich Paulus verbreitet oder er dazu beigetragen. Nicht nur im Mittelmeerraum, sondern später, er ist ja sogar bis nach Rom gekommen, noch zu einer Zeit, wo damals die Christen tatsächlich verfolgt wurden, auch von den Römern. Er war trotzdem in Rom, ist dann zwar angeblich zum Schluss auch in Rom enthauptet worden wegen seines Glaubens, aber er hat dort den ersten Samen gesät, er hat dort den ersten Grundstein gelegt
damit Rom etwa 300 Jahre später dann doch irgendwann entschieden hat, das Christentum als die allgemeingültige und einzig gültige Religion, ich sage Religion, es ist für mich keine Religion, aber ihr wisst, was ich meine, den Glauben einzuführen. Er war der erste große Theologe, von ihm gibt es wahnsinnig viele Briefe, auch im Neuen Testament. Es gibt viele Geschichten über ihn. Sein Leben ist relativ gut beschrieben in der Bibel. Und vielleicht kennt ihr jeder dieses Sprichwort vom Saulus zum Paulus werden. Da drin steckt ja schon symbolisch eine gewisse Verwandlung, die er erlebt hat. Jetzt müssen wir nur aufpassen, es gibt ein kleines Klugscheißerwissen. Dieses Sprichwort stimmt eigentlich gar nicht so wirklich, weil auch nach seiner Verwandlung hat er sich erst noch Saulus genannt und erst später hat er sich in Paulus umbenannt, als er in den griechischen Raum eingetaucht ist, ja, weil der Name Paulus einfach dort gebräuchlicher war. Lasst uns mal eintauchen in Paulus' Leben. Er wurde eigentlich geboren in der Südtürkei. Also heute würde man sagen, Paulus war eigentlich Türke. Ja, so. Damals gab es halt die Türkei noch nicht in der Form, aber in der Südtürkei wurde er in Tarsus geboren und er hatte dieses Privileg und ich glaube, das hat ihm später enorm weitergeholfen, dass er eigentlich natürlich Jude war. Also er war dem jüdischen Glauben angehörig, kam aus einer jüdischstämmigen Familie, war aber trotzdem griechisch gebildet. Also damals war das ja griechisches Reich, das heißt, er hatte dieses griechische Denken völlig mitbekommen. Das war damals ein sehr modernes Denken. Die Griechen, das wissen wir ja heute auch, ja, haben vieles entdeckt, haben vieles entwickelt, vieles erfunden, auch in der Mathematik und Physik und so weiter. Das heißt, er hatte auch dieses naturwissenschaftliche Ding sicherlich an Bord und er hatte gleichzeitig das römische Bürgerrecht. Das sind eigentlich drei Dinge, die ihn später sehr weit gebracht haben, ihm auch sehr gedient haben, dass er sich als römischer Bürger ausweisen konnte. Das allein hat ihn tatsächlich zum Schluss eigentlich nicht ganz vor seinem letztendlichen Tod bewahrt, aber hat ihn immerhin so weit bringen dürfen, dass er nach Rom kommen konnte, weil er sich auf den Kaiser berufen hatte. Ja, das war damals so eine Möglichkeit, wenn man quasi ein Gerichtsurteil eigentlich erwarten hatte, konnte man sich als römischer Staatsbürger auch darauf berufen, nach römischem Recht verurteilt zu werden. Das hat ihm das Leben gerettet, weil ansonsten hätten ihn die Juden gelyncht. Dazu später noch ein bisschen mehr. Er kam dann irgendwann tatsächlich als Student wohl vermutlich nach Jerusalem. Er hat in Jerusalem studiert und er war ausgebildeter, studierter, sogenannter Pharisäer. Pharisäer sind also die Wortgelehrten, die tatsächlich damals die Tora oder eigentlich den Tanach damals studiert haben. Ja, also würde man sagen, eigentlich Theologe. Und er war selber als Lehrer aktiv, vermutlich eben auch in Jerusalem und hatte zeitgleich aber noch einen Beruf gelernt. Das war auch üblich, dass man neben diesem geistlichen Studium auch meistens noch einen weltlichen, in Anführungszeichen, einen weltlichen Beruf gelernt hat und dabei als Zeltmacher aktiv. Das verschaffte ihm wiederum den Vorteil, dass wenn er auf Reisen war, er nicht unbedingt auf Spenden angewiesen war, sondern er den Vorteil hatte, dann dort auch vor Ort einfach einer Arbeit nachgehen zu können und so für seinen Unterhalt selbst zu sorgen. Und das war ihm auch persönlich immer ganz wichtig. Also das heißt, er kannte die griechische Denkweise, er konnte griechisch sprechen, er kannte aber gleichzeitig auch das Jüdische, er war sicherlich auch in der hebräischen Sprache gelehrt. Er kannte den jüdischen Glauben gut und er war gleichzeitig römischer Bürger. Also er hatte eigentlich alle Privilegien, den Luxus von allem, quasi sozusagen, wenn man so will, eigentlich fast drei Staatsbürgerschaften. Er selber ist Jesus in seinem Leben nie persönlich begegnet. Also Paulus quasi hat erst dann angefangen zu wirken und zu leben, als Jesus schon tot und auferstanden war. Aber er hat Jesus in seiner Wirkzeit nie wirklich begegnet. Er ist nie wirklich begegnet. Und das erste Mal, als wir in der Bibel von ihm hören, passiert ist in der Apostelgeschichte, und da schauen wir mal miteinander rein, in der Apostelgeschichte 7 taucht erstes Mal ein Saulus auf, oder der Saulus auf, und da ging es darum, dass damals der Stephanus war einer der Apostel, der tatsächlich von den Juden gesteinigt wurde. Und man muss das jetzt ein bisschen verstehen im Kopf, ja, Paulus oder damals Saulus war ja Jude und damit auch als Pharisäer sehr strenggläubig, wir würden heute sagen, dem Alten Testament gegenüber. Und dementsprechend, zur damaligen Zeit, war an Jesus zu glauben nicht wirklich modern, sondern die strenggläubigen Juden haben Jesus eigentlich eher abgetan und gesagt, nee, er kann nicht Gottes Sohn sein, er kann auch nicht der versprochene Heiland sein, er kann nicht der Messias sein. Und haben das entsprechend auch bekämpft, ja, weil es für die natürlich eine Bedrohung war in ihrer Glaubenslehre. So, und dieser Stephanus jedenfalls
wurde da gesteinigt. Und wir lesen mal miteinander, da heißt, die Zeugen, die gegen ihn auftraten, also gegen den Stephanus, waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Also Saulus war als Zeuge, als in der Menschenmenge, man kann sich das glaube ich so vorstellen, dass da außenrum eine große Menschenmenge war, in dieser Menschenmenge als Zeuge, als Augenzeuge mit dabei. Und ein paar Verse später heißt dann in der Übersetzung NGÜ, wir lesen mal also neue Genfer Übersetzung, die schreibt hier, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Und noch ein Satz später, oder nee, Entschuldigung, der gleiche Satz, in der Luther-Übersetzung, die stellt es etwas dramatischer dar, da heißt der Satz, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Also was wird da deutlich? Ah nee, wir lesen noch ein Vers. Entschuldigung, können wir noch eins weitermachen gleich, dann hängen wir gleich hinten dran. Noch ein Vers später. Saulus setzte jedoch alles daran, die Gemeinde, also er meinte die christliche Gemeinde, auszurotten. So steht es in der Bibel, ja. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Lass uns noch ein Vers dranhängen. Apostelgeschichte 9. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle Männer wie Frauen in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Also Paulus wird uns hier vorgestellt als einer, der sehr strenggläubig dem jüdischen Glauben gegenüber war und es so weit sogar ging, dass er fast schon fanatisch eigentlich gedacht hat, er tut Gott was Gutes, wenn er diese falschen Denkenden, Falschgläubigen versucht auszurotten. Also das heißt, er hat sie sogar Briefe als Vollmacht ausstellen lassen, ist dann damit durchs Land getingelt, durch die Synagogen getingelt und hat gesagt, hey, hier, ich bin bevollmächtigt von den Hohepriestern in Jerusalem. Wenn irgendwo Christen sind, sagt mir das, ich lasse die abführen und ich stelle die vor die Hohepriester, vors Gericht, damit sie ihre Strafe bekommen oder halt auch bis hin dann zum Tod. Also Saulus war sehr eifrig und dienend im Glauben, in seinem Glauben, ja, Gott gegenüber unterwegs und entschlossen, die neue christliche Lehre komplett auszurotten. Lassen wir es einfach mal so stehen. Und ich springe mit euch jetzt mal ganz ans Ende, oder nicht ganz ans Ende, aber so zwischendrin gibt es eine Aussage, die Paulus selber getroffen hat, und die steht im Korintherbrief. Zwischendrin war er auf zahlreichen Reisen unterwegs, war danach, also dann eben, ja, das ist dann diese Verwandlung, ein glühender Verfechter des christlichen Glaubens. Also er hat sich komplett gewandelt von jemand, der den christlichen Glauben brutal verfolgt hat, fanatisch verfolgt hat, hin zu jemandem, der dann plötzlich den christlichen Glauben ausgebreitet hat wie kein anderer. Lasst uns mal in diese Verse mit reinschauen. Ist ein bisschen länger, ich lese es euch aber trotzdem vor, damit ihr das versteht. 1. Korinther 11, es geht los ab Vers 23. Da sagt Paulus über sich selber, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie. Ich war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reisende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte,
hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das nicht alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Diese Selbstaussage hat Paulus zusammengeschrieben oder ist verewigt in diesem Korintherbrief und macht deutlich, was dieser Mann alles geleistet hat, was dieser Mann alles erlebt hat im Namen Jesu. Er hat, schreibt es hier, als er dann sich im Prinzip für den christlichen Glauben entschieden hatte. Und war so eifrig und fanatisch, wie er vorher gegen die christliche Lehre war, war er jetzt ein eifriger Verfechter für diese christliche Lehre. Und wie gesagt, er hat den ganzen Mittelmeerraum, also heutige Türkei, heutiges Griechenland, Malta, Italien, Südspitze und so weiter, natürlich Syrien, heute syrisches Gebiet, eigentlich maßgeblich mitgeprägt und dafür Sorge getragen, dass dort der christliche Glaube aufblüht und wächst und sich verbreitet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher kam diese Verwandlung? Was ist dazwischen passiert, dass aus diesem Saulus, der gegen diesen christlichen Glauben war, plötzlich ein Saulus und später dann ein Paulus wurde, der diesen christlichen Glauben dermaßen vorangetrieben hat? Was ist dazwischen passiert? Was war da? Und die Antwort ist relativ klar beschrieben, auch die lesen wir mal miteinander in der Apostelgeschichte. Nur ein Auszug, eine relativ längere Geschichte, ich lese euch mal den Auszug vor, auf den es ankommt. Apostelgeschichte 9, da heißt es, als er nun, also Paulus, nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte. Wir setzen uns nochmal kurz in die Lage rein. Er war unterwegs, um wieder mal ein paar Christen irgendwo zu überführen. Ja, er war im Auftrag der Hohepriester unterwegs mit seiner Vollmacht, damals zu Pferde. Und als er die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Es geht dann weiter. Er stand 3 Tage lang blind. Er ist 3 Tage geblendet, weil das Licht so hell war. Er wird abgeholt von jemandem, der ihm entgegenkommt, der auch wiederum von Jesus beauftragt war, dass die sich treffen. Er darf dann dort bleiben und dann geht ihm sozusagen wirklich ein Licht auf. Also er ist zwar geblendet, aber es geht ihm trotzdem ein Licht auf über das, was da eigentlich passiert ist, dass er nämlich hier diese eine krasse Begegnung mit Gott und in diesem Fall mit Jesus persönlich hatte. Und dieses Ereignis ist der ausschlaggebende Punkt dafür, dass er von einem fanatischen Verfolger zu einem fanatischen Verfechter des christlichen Glaubens wurde. Diese eine Begegnung hat ausgereicht, um sein Leben komplett zu verändern, um seine Motive zu verändern, um die Blickrichtung zu ändern, um umzukehren. Und das ist das, wo es mir heute drauf ankommt und wo ich euch bitte mal für euch zu reflektieren. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir tatsächlich diese Begegnung mit Gott haben, dann steckt da drin die immense Kraft, dein komplettes Leben verändern zu können. Durch die Begegnung mit Gott passieren Dinge zum Positiven. Wir lesen in der Bibel zig Geschichten davon, wo Menschen durch die Begegnung mit Jesus oder mit Gott, auch im Alten Testament, befreit wurden von Bindungen, von Zwängen, von Ängsten, befreit wurden von Krankheiten, befreit wurden von Depressionen, befreit wurden von Süchten, befreit wurden von Lügen, befreit wurden von falschen Bildern über sich selber, frei wurden von vielleicht Beziehungsunfähigkeit, frei wurden von Sünde, von falschen Einstellungen. Die Bibel ist voll davon. Und es lässt mich glauben und hoffen, dass wir das heute hier miteinander auch erleben dürfen. Das lässt mich glauben und hoffen, dass die eine Begegnung mit Gott ausreicht, um unser Leben zum Positiven zu drehen. Und ich habe
drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Zwei kurze und einen etwas längeren, weil mir das sehr wichtig ist. Drei kurze Punkte, die mir wichtig sind heute, was wir aus dieser Geschichte mit Paulus mitnehmen können. Erstens die ganz klare Aussage, Jesus oder Gott lebt. Es ist ein lebendiger Gott. Wäre es nicht so, hätte Paulus Jesus nicht nach seiner Auferstehung begegnen können. Wäre dieser Gott, wäre dieser Jesus im Grab geblieben, wäre die ganze Story vorbei gewesen. Das Christentum wäre in der Bedeutungslosigkeit versunken. Wer weiß, ob man überhaupt die Bibel jemals irgendwo hätte lesen können. Ob diese Geschichten, die aufgeschrieben wurden, überhaupt aufgeschrieben worden wären. Aber Jesus und Gott leben, sonst hätten sie Paulus hier nicht begegnen können. Zweiter Punkt. Gott hat immer was mit uns vor. Gott hat immer was Positives mit uns vor. Wäre dem nicht so, ja, hätte er Paulus hier nicht angesprochen, wäre er Paulus nicht hier begegnet und hätte nicht aus seinem Leben eine radikale Veränderung gemacht hin zum Positiven. Gott hat immer einen Plan mit uns. Gott hat immer einen Gedanke über uns. Gott hat immer eine Sicht über uns, wo er sagt, hey, guck mal, hier und da und dort, da freue ich mich, wenn du in diese Richtung gehst. Und der dritte Punkt, ich fasse es nochmal zusammen, eine Begegnung mit Gott ist der Schlüssel zur Veränderung. Ich glaube, dass es ausreichen kann, wenn wir als Menschen einmal, es reicht tatsächlich einmal aus, ja, weil Paulus hat eine starke Begegnung mit Gott ausgereicht, um sein Leben radikal zu verändern. Und es, persönlich glaube ich das auch und ich weiß es auch von vielen Leuten, dass eine starke Begegnung mit Gott ausreicht. Umso schöner, wenn wir regelmäßig Begegnungen mit Gott haben. Umso besser, ja, wenn wir permanent mit ihm in Beziehung leben. Aber diese eine Begegnung steckt so viel Kraft, dass es ausreicht, gewisse Dinge komplett über den Haufen zu werfen. Sachen, an die wir bisher geglaubt haben, verändern sich. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, hattest du in deinem Leben schon einmal eine klare Begegnung mit diesem Gott, mit diesem Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit der Dreieinigkeit? Und falls nicht, und du sagst, also ich kenne diesen Gott, ja, und ich weiß, dass er mit mir in Beziehung leben will, aber ich hatte noch nicht diese eine klare Begegnung mit ihm, dann lade ich dich ein, auch nachher dieses Angebot zu nutzen. Wir haben wieder Leute hier, die vorne stehen werden. Ich weiß, das ist ein Schritt, da müssen wir über unseren Stolz hinweggehen. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sagt, ich möchte das heute Morgen erleben oder ich möchte, dass jemand dafür bittet, dass ich es erleben darf, dann nutzt diese Chance heute Morgen. Geht vor, nutzt diese zwei reizenden Damen, die bereitstehen, um mit euch ein Gebet zu sprechen. Und was macht mich so sicher? Mich macht eins sicher, Jesus selber hat mal gesagt, wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das wünsche ich mir, dass wir heute miteinander oder jeder für sich dieses Erlebnis hat, dass wenn wir anklopfen bei Gott, dass wir uns auf dieses Wort stellen und sagen, du hast versprochen, wenn wir anklopfen, wirst du die Tür aufmachen. In der Vorbereitung für diese Predigt hatte ich ein Bild, das ich gerne mit euch teilen möchte. Ich mache mal kurz einen Einschub. Dieses Bild war, ihr kennt solche Umzugskartons, ja, so diese klassischen großen, grauen, braunen Umzugskartons. Und ich hatte dieses Bild, dass diese Umzugskartons so aufgestapelt waren. Wie wenn man so quasi kurz vorm Umzug steht daheim, ja, dann hat man die ganzen Dinger gepackt und schichtet die so auf. Und ich hatte dieses Bild, dass die so aufgestapelt waren und es wurde immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann war so eine richtig große Wand, so eine richtige Mauer an diesen Umzugskartons und obendrauf saß eine Person. Und diese Person stand für mich stellvertretend für jeden von euch, für jeden von uns. Also versetzt euch mal in die Lage, ihr seid so eine Person, er sitzt auf so einem Stapel von Umzugskartons. Und dieser Karton, jeder dieser Kartons stand für mich in diesem Bild für eine Lebenseinstellung, für einen Gedanke, für unseren Charakter. Also jeder dieser Kartons hat sozusagen, ist ein Teil unseres Lebens. Das können Erfahrungen sein, das können Prägungen sein, das können Glaubenseinstellungen sein,
Das kann dein Charakter sein. Und ich glaube, dass wir im Laufe dieses Lebens immer mehr solche Kartons aufstapeln. Ja, wir werden immer älter, wir werden immer weiser, wir erfahren immer mehr, wir erleben immer mehr. Und so kommt vielleicht täglich so ein Karton mit dazu. Und auch wenn du Christ bist, ja, also auch wenn du mit Jesus schon lebst, auch dann, glaube ich, kommt immer wieder so ein Karton mit dazu in deinem Leben. Wir lesen vielleicht die Bibel, entdecken irgendwas Neues, machen uns ein neues Bild über Gott und stapeln das so auf. Je älter wir werden, desto mehr nähern wir uns aber damit auch der Vorstellung an, gerade als Christen, ja, dass wir Gott irgendwann begriffen haben. Also diese Kartons sind ja statisch, ja, wisst ihr, was ich meine? So, also diese Kartons haben ja, sind einfach ein Stück weit zementiert. Da ist eine Erfahrung drin, da habe ich eine Entdeckung gemacht in der Bibel und dann packe ich das in so eine Box und sage, alles klar, habe ich verstanden, Box Nummer 1. Dann habe ich irgendwie eine Erfahrung gemacht, packe das in so eine Box, Box Nummer 2. Also wenn wir unterwegs sind, wenn wir leben mit Gott, machen wir Erlebnisse, machen wir Erfahrungen. Wir haben größeres Verständnis, ein größeres Wissen und wir packen das in so eine Box. Und die große Gefahr ist, und deswegen sage ich das euch nochmal, die große Gefahr ist für mich, dass wir Gott irgendwann komplett eingeboxt haben. Dass wir irgendwann meinen, wir haben alles begriffen, es ist doch alles gesagt, wir haben die Bibel verstanden, wir haben Gott erfahren, so ist mit ihm, ja, so ist das Leben mit ihm. Und haben ihn so eingetütet, haben ihn wirklich so bildlich eingeboxt. Wir glauben zu wissen, wie er funktioniert, in Anführungszeichen. Wir lesen was in der Bibel, wir hören eine Predigt, so wie jetzt heute Morgen. Und vielleicht geht es euch so, und sagt, ja, habe ich schon gehört, weiß ich alles schon, weiß ich, wie ich damit umgehen soll, pack es in eine Box und stell es weg. Und ich frage euch, ob es Paulus nicht bis zu diesem Moment, wo er diesem lebendigen Gott begegnet ist, genauso ging. Durch seine Erfahrung, durch sein Umfeld, wo er aufgewachsen ist, durch sein Studium, hatte er Gott irgendwie auch so bildlich eingeboxt, in so einen Karton gepackt. Und hat gesagt, jetzt weiß ich Gott, wie du es meinst, ich weiß, wie es funktioniert und das macht mich sicher darin, dass ich hingehen kann und kann diese Christen verfolgen. Aber die Wahrheit ist, wir können Gott nicht in eine Box packen, auch wenn es uns das Leben leicht macht, ja, oder auch wenn wir denken, es geht, weil es es für uns manchmal greifbarer macht und damit auch einfacher macht. Aber wir lesen in dieser Geschichte, dass der Gott der Bibel nicht in eine Box zu stecken ist. Und er sogar so Kraft hat, so viel Kraft hat, unser Gedankengebäude, unser Lebensgebäude aus diesen Kartons mit einem Schnips einstürzen zu lassen, mit einem Schnips wegzublasen, wenn es Not tut. Und das finde ich das eigentlich schöne Bild in dieser Geschichte, dass der lebendige Gott nicht zu greifen ist für uns, ich sag's mal so, ja, nicht komplett erfassbar ist, sondern dass er immer wieder diese Dynamik hat und sagt, ich will gar nicht, dass du mich irgendwie greifen kannst, sondern ich will in einer lebendigen Beziehung mit dir leben. Ich will dir täglich neu begegnen. Ich will, wenn du das möchtest, immer wieder neu mich dir offenbaren. Das ist wie so, wie wenn man so Glibber hat, ja, wo man denkt, jetzt habe ich es, ja, und plötzlich rinnt es einem wieder so zwischen den Fingern durch. Man greift wieder nach und denkt, ah, ich versuche es zu halten. Aber Gott ist so, er ist lebendig, ja, er ist nicht irgendwie tot und in eine Box zu packen. Und weil er lebendig ist und weil er uns begegnen möchte, dürfen wir heute Morgen auch miteinander mal wieder Abendmahl feiern, wenn ihr das möchtet. Abendmahl ist eine Möglichkeit, mit diesem lebendigen Gott symbolisch, ja, hier in dieser kleinen Impfschluckdosis hier, symbolisch mit diesem lebendigen Gott einzuschlagen, in seine ausgestreckte Hand einzuschlagen. Und symbolisch die Möglichkeit, vielleicht auch neu zu Gott Ja zu sagen, neu zu ihm zu sagen, ich nehme dieses symbolische Abendmahl ein, um damit auszudrücken, lieber Gott, ich möchte dir begegnen, ich möchte in Beziehung mit dir leben. Also wir können es jetzt einfach auch nur nehmen, können sagen, ich habe Durst und Hunger, ja, dann ist das okay, aber ja, richtig sitt und satt macht das Zeug nicht. Aber es geht um die Symbolik und es geht um den Glauben daran, dass wir sagen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann ist es genau ein Einschlagen in die ausgestreckte Hand Gottes, in diese Beziehung, die er mit uns leben möchte.
Und vielleicht erlaubst du ihm auch, symbolisch jetzt, während wir das Abendmahl einnehmen, das kannst du in der Stille für dich tun, vielleicht erlaubst du ihm auch, dass er, wo es Not tut, diese Kartons in deinem Leben einstürzen darf. Vielleicht erlaubst du ihm, dass er dich auf eine ganz neue Art und Weise berührt, auf eine ganz neue Art und Weise dir begegnen darf. Dass du eine ganz neue Erfahrung mit ihm machst, die positiv dein Leben verändern wird. Ich spreche mit uns, wenn ihr das Abendmahl einnehmen möchtet, ich spreche mit uns die Einsetzungsworte, die auch von Paulus stammen, die Paulus zusammengeschrieben hat und die üblicherweise auch in der Landeskirche gesprochen werden, aber ich finde sie immer noch sehr, sehr gut, weil sie genau das auf den Punkt bringen, um was es beim Abendmahl geht. Wer es noch nie gemacht hat, ihr findet hier oben so einen ersten kleinen Folie, die kann man so abziehen, darunter ist so eine kleine Oblade und dann darf man die zweite Folie abziehen und darunter ist dann hier die Schluckimpfung. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach zu seinen Jüngern, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, wir sagen dir Dank für dein Leben. Wir sagen dir Dank für den Tod und für deine Auferstehung. Für alles, was du für uns erbracht hast. Für alles, wo du treu warst, aus Liebe und aus Gnade zu uns. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist. Dass du wahrhaftig hier bist, dass du da bist. Du hast versprochen, du bist mitten unter uns. Und du hast auch versprochen, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Danke dafür. Und ich bitte dich heute Morgen nochmal darum, dass wir in eine neue Begegnung mit dir kommen. Dass du uns neu berührst, dass du uns neu begegnest, auf eine Art und Weise, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und dass wir uns ausstrecken, dass wir dich suchen, dass wir anklopfen, dass wir darum bitten, immer wieder neu in eine Begegnung mit dir zu kommen, die unser Leben positiv verändert. Danke für das Beispiel von Paulus und danke auch dafür, was du mit ihm und seinem Leben vollbracht hast. Und wir stellen uns dir genauso zur Verfügung. Wir öffnen genauso unser Herz und bitte, Heiliger Geist, dass du in uns hineinsprichst jetzt. Dass du dich bemerkbar machst auf deine Art und Weise. Amen.